Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man ein selbstgebautes USB-Farbpult, so wie ich es hier verwende, bedient und konfiguriert. Und heute dachte ich, probiere mal was anderes, habe eine etwas andere Ansicht. Und wir erleben das Farbpult jetzt mal in Aktion mit einer kleinen Erweiterung, diesem Farbschalter. Da erzähle ich euch später noch was zu, aber wir müssen unseren Zug erstmal fahrbereit machen und ja, den Rest erzähle ich später. Wir befinden uns im Bahnhof Teltow Stadt in einem Zug der Baureihe 4763 und fahren damit auf dem Add-on mitten durch Berlin die S25 Richtung Hennigsdorf. Das alles im Train Simulator Classic. So, geschildert haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die Türen frei. Dass manchmal das richtige Zielschild nicht kommt, das ist so eine kleine Macke des Add-ons. Ist jetzt nicht so dramatisch. Gucken, ob wir es jetzt haben. Nö. So, kommt mal unser Abfahrtstimer, läuft ja wunderbar. Ja, wie gesagt, ich habe hier diesen Fahrschalter-Knopf angeschlossen, beziehungsweise ein Teil. Bei eBay Kleinanzeigen geschossen für einen schmalen Taler. Da ist quasi dieser Knopf mit bei und die Grundplatte, alles gesandstrahlt, neu lackiert und so weiter und so fort. Dann habe ich mir hier so einen kleinen Knopf aus dem Möbelgriff und ein Stück Holz gebaut. Hier drinne ist ein Knopf, wie ich ihn auch im Farbpult drin habe, der passt in diese Fassung hier wunderbar rein und habe das einfach auf dem freien Port beim Joystick Interface Hennigsdorf, einsteigen bitte. gelegt. Hennigsdorf, zurückbleiben. Bremse lösen. Zug Viktor nach Hennigsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Hennigsdorf, abfahren. Aus technischen Gründen geht dieser Knopf selber halt bloß ungefähr in der knappe 2 cm runter zu drücken, weil unter dieser Bodenplatte oder dieser Gusseisenplatte halt Ende ist. Beim Original ist noch eine mehrere Zentner schwere Säule dran mit Kontakten und einer Welle. Also an diesem Knopf selber ist eine Welle dran. Und die ist ungefähr 70 cm lang. Das ist ja natürlich nicht realisierbar. Und deswegen geht das halt bloß so ein Stück runter zu drücken. Stört beim Feeling aber nicht großartig. Ansonsten kann man sich noch was anderes überlegen. Ich habe auch schon überlegt, mir irgendwas mit 3D zu drucken mit einer Feder drinne, damit ich halt ein bisschen mehr Hub habe sozusagen. Also das ist die ganze Magie. Hier ist ein Stück Holz und unten ist so ein Button drinne, wie ich ihn auch im Pult verwendet habe. Und der wird dann quasi damit runtergedrückt. Genau. Also wichtig ist im Prinzip, ihr könnt hier an dieses Joystick-Interface ja, anschließen, was ihr möchtet, irgendwas, was einen Kontakt schließt. Da gehe ich im nächsten Video nochmal drauf ein. Da zeige ich euch mal die Verdrahtung der Knöpfe. Also verdrahten müsst ihr in Anführungszeichen nichts auf die Standardschalter. Da werden so eine Kabelschuhe raufgesteckt und das kommt dann mit dem Stecker an das USB-Joystick-Interface drauf, was quasi bei diesen Starter-Sets, wo so ein Joystick mit bei ist, ein paar Knöpfe und so weiter, alles mit dabei ist. Genau. Und wenn ihr mal was anderes anschließt, zum Beispiel, oder ihr müsst dann etwas längeres Kabel ranmachen, das ist auch kein Hexenwerk. Ich löte hier überhaupt nichts, dann habe ich also zwei Kabel sozusagen, wie man es kennt, zusammengedrillt. Schrumpfschlauch drüber mit dem Feuerzeug, damit das wirklich hält und fertig ist der Lok. Also löten braucht ihr hier nichts. So, wir fahren einen Dreiviertelzug mit der wunderschönen pneumatischen Bremse, mit allen fantastischen Sounds und nähern uns jetzt Lichterfelde Süd.
bei 80 km/h ist bei dieser Baureihe Ende. Aber wir haben es ja nicht eilig. Alles gut. 481er steht hier in der Kehre. Das ist das Standardszenario. Das heißt, glaube ich, Sonnenaufgang. Da fährt man also ganz entspannt ohne große Events Richtung Hennigsdorf. So, und wie gesagt, das ist mein Führerbremsventil. So, die Bremse löse ich jetzt mit Absicht nicht aus, weil als ich den ersten Aufnahmeversuch gemacht habe, ist der Zug gerollt und dann spielbeendender Fehler bei offener Tür losgefahren. Das machen wir natürlich nicht. Also hier ist mal dieser Timer wichtig. Egal was an Ansagen kommt, wir werden auch immer per Funk oder Signal wirklich abgefertigt, wie das damals so war. Zug Viktor nach Hennigsdorf, Türen schießen. Zug Viktor nach Hennigsdorf abfahren. Und dann ist dann halt ärgerlich, wenn der Zug wegrollt und ihr müsst dann quasi von vorne anfangen. Ne? Also wie gesagt, im Zweifelsfall immer angebremst lassen. Und wenn mindestens der rote Timer abgelaufen ist, alles drüber, das ist dann ja nicht mehr relevant. Also diese Bahnrufe und Abfertigungsdurchsagen, das kommt ja sozusagen davon losgelöst. Und wenn dieser rote Timer abgelaufen ist, dann kann da nichts mehr passieren. So. Ist er nicht schön? Ah, wunderbar. Können wir uns gleich so ein bisschen schon mal in das S-Bahn-Feeling versetzen und freuen uns alle natürlich schon auf die Ringbahn, die ja jetzt im Dezember kommt. Jan Bleis ist sozusagen in den letzten Zügen und ich freue mich da schon sehr drauf. Und auch wenn diese Baureihe auf dem Ring nie gefahren ist, wäre man natürlich trotzdem mit dem Altbau auf dem Ring fahren, ist ja völlig klar. Mit der Bremse, mit der Einlösigen ist ein bisschen Feelingssache, aber solange hier zum Halten kommt, ist alles gut. Da muss man sich nach einer Weile auch wieder dran gewöhnen. Also der Train Simulator Classic ist auf jeden Fall Kollege von Regio ballert vorbei. Der Train Simulator Classic ist auf keinen Fall eine Simulation, die man irgendwie abschreiben sollte, weil da immer noch super Add-ons kommen. Nach Hennigsdorf einsteigen bitte. Hennigsdorf zurückbleiben. Zug Viktor nach Hennigsdorf, Türen schließen. Viktor nach Hennigsdorf abfahren. Lichterfelder Ost.
schon eine Weile drücken, bis man auf 80 ist. Kann man auch nichts beeinflussen. Man drückt ja halt den Knopf runter und dann beschleunigt die Kiste halt. So war das in der guten alten Zeit. Gerade eine Regio auf dem Nachbarbahnsteig. Jo. Nach Henningsdorf einsteigen bitte. So, Fokus. Nach Henningsdorf zurückbleiben. Genau, hier bekommen wir Lichtsignale. Zweiten Ansicht und OBS tralala. Da experimentiere ich noch rum, also nicht böse sein, wenn es noch nicht perfekt ist. Ich versuche das alles so hinzustellen, dass ihr auch ein bisschen was seht. So, nächster Halt ist dann Langwitz. Eingleisig. Da rauscht ein Intercity an uns vorbei. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf, abfahren. Den ersten Teil meines Pultes brauche ich für diese Baureihe konkret nicht, weil dort habe ich vornehmlich Zugsicherungssysteme, also PZB. Die brauche ich hier bei der S-Bahn nicht. Mein Zugkraftsteller, den habe ich ja jetzt hier. Deswegen ist das auf dem Tisch hier gerade ein bisschen aufgeräumter.
sagte, hier gibt es keinerlei Probleme, weil Transimulator ist halt nicht so komplex wie Zusi. Das heißt, das funktioniert hier alles wunderbar. Schon der nächste Intercity. Schon mal los hier. Also ein Führerbremsventil wäre natürlich noch was Feines, aber das ist schon ganz nett so. Mal läuft alles gut. Nach Henningsdorf einsteigen bitte. Henningsdorf zurückbleiben. Zugviktor nach Henningsdorf Türen schließen. Zugviktor nach Henningsdorf abfahren. Ja, wie gesagt, große Klasse. Wenn ich hier Szenarien fahre, die mit dabei sind, dann habe ich natürlich diese wunderbare Funkabfertigung bzw. Abfertigung per Lichtsignal. Ja, im Zeitalter der personallosen Bahnstrecke, da gibt es ja in Berlin bloß so sogenannte Stammaufsichten. Ansonsten ist das ja größtenteils alles auf Selbstabfertigung. Ist das wirklich eine nette Sache. Sowieso schöne Sachen in diesem Add-on. Flughafen Tegel und Tempelhof sind noch im Betrieb. Da kommen also ab und zu auch mal Flieger übers Gleis gerauscht. Ansonsten Strecke großartig umgesetzt, aber da gibt es ja schon Videos, habe ich jetzt mal wieder gern. Da hinten der Turm vom Südgelände, wo man wunderbar spazieren gehen kann und auf alten Eisenbahngleisen wandeln kann. Berghoch, da müssen wir noch mal ein bisschen nachdrücken. Bisschen zu früh gebremst. Ja, ist bei der einlösigen Bremse ein bisschen tricky, aber man kann es notfalls nochmal auslösen. Wo wir stehen. Und dann passt das. Also viele mochten den 476 irgendwie nicht wegen der Bremse, weil das halt nicht so einfach ist wie beim Kombihebel. Da muss man sich halt eine Weile dran gewöhnen, aber ich finde das toll. Dann gucken Sie mal nicht so grimmig, junge Frau. Wir sind mit so einem schönen Zug unterwegs. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Zug Viktor nach Henningsdorf Türen schließen.
Zug Viktor nach Hennigsdorf abfahren. Zuerst geht's Richtung Südkreuz, beziehungsweise früher Hapestraße. Als der Bahnhof Südkreuz eröffnet worden ist in seiner heutigen Form, da gab es diese Züge schon nicht mehr. Ah, das ist der Flieger von Tempelhof. Galt nicht für uns, das war ja bloß für die Weichenverbindung. Jetzt haben wir endlich mal die 80 erreicht. Da steht schon der nächste Intercity. Na, weg von der. Ja. Laufen sie einen Meter übers Gleis, alles okay. Und laufen sie durch den Zug durch. Naja. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Hennigsdorf zurückbleiben. Zug Viktor nach Hennigsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Hennigsdorf abfahren. Sagen, wir fahren noch bis Potsdamer Platz. Wenn wir gleich hinter Yorkstraße in den Nord-Südbahn-Tunnel reinfahren, da geht es ja bergab. Also da einfach ein bisschen rollen lassen. Und Einfahrt in Anhalter ist dann auch mit 40. Also da muss man ein bisschen mit den Geschwindigkeiten, mit der Bremse jonglieren, gerade wenn es bergab geht. Und Tunnel ist ja schon eine Herausforderung, da geht es ja also wirklich bergauf, bergab. Sehen wir schon das sogenannte Zirkuszelt vom Sony Center.
Naja, bisschen drüber. Also in dem Moment, wo ihr einen Millimeter drüber seid, gehen die Türen nicht mehr auf. Aber wie gesagt, da muss man mal wieder ein paar Runden mit dem Altbau fahren, damit man da wieder firm wird. So, Abfertigung kriegen wir dann wohl auch nicht. Gut. Dann fahren wir einfach mal so weiter und tun so, als wenn es nicht passiert wäre. Schon rollen lassen. Wahrscheinlich jetzt kam gerade ein Update für den Train Simulator Classic, irgendwas mit dem Licht gemacht zu haben. Anhalter Bahnhof. Ganz vergessen, Licht anzumachen. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Hier im Tunnel werden wir über ein Lichtsignal abgefertigt. Weil zwischendurch mal der Mauszeiger zu sehen sein sollte. Das ist jetzt durch diesen Fenstermodus. Also wenn ich eine normale Spielaufnahme mache, ist der immer automatisch ausgeblendet. Thank you.
So, da sind wir. Potsdamer Platz. Dann hätten wir das Ende für die heutige Fahrt erreicht. Vielen Dank, dass ihr wieder bei mir mitgefahren seid. Ich hoffe, das neue Format gefällt euch. Ich versuche das mal noch weiter zu optimieren. Dann würde ich mich natürlich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und tschüss.